so eine Münze. Juhu. Nun gut, ein Fünferle, 5 Cent. Nichts ist auch nicht viel. Aha, eine Lasche von einer Getränkedose. Doch. Ach, guck an. Ein Bit-Einsatz von einer Bohrmaschine. Oh, die zweite Münze war ein Kronenkorken von Becks. So, jetzt sind wir an einen anderen Baggersee gegangen, an einen anderen Badesee und hier rollt der Rubel. Eben habe ich schon 50 Cent gefunden, jetzt 20 Cent. Klasse. Jetzt haben wir wieder eine Münze. Hier ist sie drin. Nichts Tolles, aber immerhin 10 Cent haben oder nicht haben. Ja, liebe Freunde, und hier habe ich auf der Wiese von dem Badeteich einen Krebs gefunden. Könnt ihr ihn sehen? Oh, guck, jetzt kneift er. Der Saukerl. Er versucht mich zu kneifen, aber es gelingt ihm nicht. Dem Wicht ein lecker, lecker Krebs. Nur leider sind sie geschützt, darf man ihn nicht mitnehmen. Au! Jetzt hat er mich, jetzt hat er... Oi, 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 oi. Und das tut weh! Au! Ja, beim Sondeln, da erlebt man was. Unglaublich! Hallo liebe Freunde, und schwuppdiwupp ist das Video auch schon wieder zu Ende. Es war diesmal ein sehr kurzes Video an den beiden Baggerseen, welche wirklich sehr enttäuschend waren. Ich habe mir nämlich eigentlich mehr versprochen. Am zweiten fing es ja auch richtig gut an. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob ich so einen Trip nochmal mache. Mehr Stress als Freude. Meine Funde für diesen Sondelgang an den beiden Baggerseen belaufen sich auf 1,07 Euro. Reich bin ich nicht geworden, aber auf alle Fälle klüger. Wie gesagt, dass ich da wohl nicht mehr so bald wieder sondeln werde. Dennoch verspreche ich euch, weiter zu sondeln. Das ist eins meiner liebsten Hobbys geworden. Es macht sehr viel Freude und ist, wie gesagt, auch super gut für die Gesundheit, weil man sich ja sehr viel Zeit an der Natur aufhält, in der Natur aufhält. Ja, wie gesagt, das war es für diesmal. Ich würde mich sehr freuen, euch bei einem meiner nächsten Videos wieder begrüßen zu dürfen. Das nächste Video wird ziemlich sicher ein ganz kleines Waldstück sein. Ja, muss ich mal sehen, was da auf mich zukommt. Ihr werdet auf alle Fälle wieder dabei sein und ich freue mich auf euch. Für ein Thumbs Up wie immer dankbar. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffe, euch in Kürze wiederzusehen. Euer Sondelandi.